Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem ersten Video einer neuen Reihe. Und zwar ist ja nächsten Monat bereits Jubiläum. Und zwar schon das zweijährige. Anlässlich dazu habe ich mir was überlegt. Und zwar schauen wir uns nochmal alle alten Folgen an. Schauen uns das an, reacten dazu. Viele YouTuber schauen sich ja ihr allererstes Video zu besonderen Anlässen nochmal an. Das hatte ich jetzt auch vor. Aber ein Video reicht nicht. Wie gesagt, anlässlich des zweiten Geburtstags schauen wir uns nochmal die ganzen alten Folgen an von Gen 1, die am Anfang so richtig geil waren. Ja, und wenn ihr das Video hier seht, bin ich in Dortmund. Dementsprechend drehe ich ein paar Videos vor, damit ihr die anschauen könnt für alle Leidenden, die nicht nach Dortmund kommen können. Aber labern wir nicht lange herum, drücken wir direkt Play. Was gibt's sonst noch zu sagen? Ich werde jetzt ein paar von denen am Stück drehen, weil wie gesagt, Samstag, Sonntag, Dortmund, Montag komme ich zurück, also da gibt es sicher auch keine Videos. Und dann am Montag bin ich so K.O., da drehe ich sicher kein Video für Dienstag. Das heißt jetzt 4 Tage am Stück, seht ihr das, das passt ganz gut, kann ich vordrehen. Lehnt euch zurück und genießt die alten Zeiten. Und los geht's, Play. Wir hatten noch das alte Intro. Warte mal, ich mach ein bisschen leiser. Von den Yu-Gi-Oh! Zeiten. Genau, Leute. TBT hier. Ihr seht's aus dem Containment. Als Yu-Gi-Oh! Spieler. Oder Yu-Gi-Oh! YouTuber. Das war unser Anfang. Dementsprechend ist das auch nicht mein React auf mein allererstes Video. Weil mein allererstes Video war ein Yu-Gi-Oh! Video. Ja, Mann. Das ist unser erstes Pokémon-Video. Es ist herausgekommen am 11.09. Das heißt, wir haben den ersten Monat, den Hype-Monat, die 1,5 Monate, so Juli, August, wo es jeder gezockt hat, voll verpasst. Muss ich sagen, lag an mir. Ich hatte Uni, er hatte Prüfungen. Moment, ich mach mal kurz Stopp. Und zwar für alle Studierenden, ihr wisst es, es gibt sowas, das nennt sich Hausarbeiten. Man macht ganz normal sein Studium, sein Semester fertig und dann hat man eigentlich Semesterferien. Aber in den Ferien muss man noch seine Hausarbeiten schreiben. Keine Ahnung, Juni oder Juli, Anfang Juli, Ende Juni, irgendwie sowas. Haben meine Semesterferien eigentlich angefangen. Hätte ich eigentlich richtig krass Pokémon zocken können, Channel abgehen lassen, den ganzen Hype mitmachen. Aber Problem, ich war in der Bibliothek, gefangen, musste meine 2 Hausarbeiten schreiben. Als ich fertig war, haben wir dann angefangen mit den Videos, aber... ungelogen, da war der Hype schon ein bisschen tot. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht und weiter geht's. Ja, man hat die richtig hart im Fieber gewesen am Anfang. Kilometer sammeln. Aber so richtig. War ernst der Süchtige, Mann. Er war am Anfang mein härtester Rivale. Wir kennen uns in der Yu-Gi-Szene als sehr kontroverse Leute. Das stimmt, wir waren in der Yu-Gi-Szene echt sehr kontrovers. Viele. Wie nennt man das? Persönliche Videos? Ja. Spontan. Das ist der Stil, den die Leute lieben. Auch unsere Vlogs sind deswegen sehr beliebt. Ja, Mann. Und wir versuchen, wir haben die Yu-Gi-Szene zerstört. Wir waren die Klasse. Pokémon-Szene über zu transferieren, sag ich mal. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Wir haben coole Leute am Start. Ja, Mann. Wie kennt ihr, seht ihr Tati. Dann haben wir noch Bargisch. Ja, Mann, Bargisch. Der war auch richtig süchtig. Den soll man nie beschreiben. Den kann man echt nicht beschreiben, den Kerl. Interessanter Charakter. Dann haben wir noch Chong Banks. Chong, so. Den kennt ihr gar nicht. Dann haben wir Milch auch hinter der. Er war der Erste, der Pokémon gespielt hat, der es gehypt hat in unserer Gruppe. Ab und zu vielleicht. Aber. Wird er zu Pokémon rüber wechseln? Er hat direkt wieder aufgehört. Er ist der Hyper in der Gruppe. Er hypt ein, zwei Tage und dann ist er wieder weg. Schon, aber man weiß nicht, wie viel. Dann haben wir aus den Schatten zurückgekehrt. Und da seht ihr es. Er war. Den kennt ihr vielleicht. Bei Yu-Gi-Oh! Aus einem der krassesten Momente auf meinem Channel. Und zwar hat er eine Scanner-Tour abgebrochen, weil er scheißen musste. Dasselbe gilt natürlich auch für unseren Ex-Praktikanten Alex. In Yu-Gi-Oh! Sehr, sehr enttäuschend, aber mit diesem neuen Projekt hier. Ja, Alex war der Ex-Praktikant. Bei meinem Yu-Gi-Oh! Channel nie vollwertiges Mitglied gewesen. Naja, eigentlich passiert nicht viel in der ersten Folge.
Wir nehmen noch so einen kleinen random Jungen mit. Am Anfang haben wir noch diese Pokémon-Songs verwendet. In der Zwischenzeit gibt's nicht mal. Sind die nicht mal mehr no copyright? Manche von denen werden sogar. Haben sogar Copyright. So. Also wir haben auf unserem YouTube. Kein Screen Recorder, kein gar nichts. Das nennt sich Tati Tutorials. Ich denke, das können wir hier übernehmen. Demnächst in ein paar Segmenten. Warum nicht? Warum nicht? Ich bin eigentlich in Pokémon auch so recht neu. Ja, die anderen sind schon ziemlich weit oben mit den Levels. Ich bin Level 21. Ist das krass? Okay. Ja, Level 21, Mann. Das ist schon echt gut. Ich hab schon Leute gesehen, die sind Level 35. Okay, 35 damals war schon echt krass. Das ist echt krass. Das war wirklich fast jeden Tag. Ja. Wusstest du, kennst du Piran von CCG? Ja, kenn ich. Er ist jetzt zurzeit gerade in den Medien als einer der Ersten, der alle möglichen jetzt gefangen hat. Echt jetzt? Er war ein Bild und so, interviewt und so. Den Artikel habe ich echt gelesen. Ja, schick mal einen Link. Mit Interview? Also er hat jetzt momentan alle, die möglich sind. Meines Wissens, ja. Der wurde so krass interviewt, war in den Nachrichten. Nein, es gibt ein paar sind ja noch nicht. Ja, aber er hat alle, die möglich sind. Ja. Wegen dir konntest du nicht fangen und die Tutorials auch nicht. Ich habe schon nie gesehen. Ich habe Interview heute gesehen. Aber ist schon echt krass viel, weil du musst ja auch ganz viele, erstmal gibt es ja nur in den Eiern wahrscheinlich. Und dann viele. Deswegen habe ich ja gesagt, Alex richtig schlecht, ja. Pokémon Go, er hat 40 Euro bezahlt. Mit 40 Euro hätte er so viel machen können. Ja, er hat dumm eingesetzt einfach anscheinend. Ja, ist so. Eigentlich kann man nicht so viel mit 40 Euro machen. Die Zuschauer, die diesen Fehler nicht wiederholen. So ist es. Timi wird alle liken. Also ich finde zum Beispiel, was ein guter Trick ist auf jeden Fall. Erzähl uns, Timi. Erzähl uns. Die den Sternstaub nicht verschwenden. Ach, ja, um echt jetzt? Zu stärken, weil später, sobald ihr höheres Level habt, fangt ihr automatisch stärkere Pokémon. Das stimmt, ja. Mit den Arenen, je nachdem. Mit den Arenen würde ich am Anfang auch warten. Oder ich würde... es so machen, dass ihr schon mein Gott, meine Hand ist in der Kamera. Damit ihr richtiger Anfänger. Weil wenn ihr starke Arenen mit eurer Farbe, dann einfach so dementsprechend pushen, damit ihr eure nicht so starken Pokémon am Anfang dazu tun könnt. Ja. Dementsprechend auch Münzen umsonst kassieren könnt. So habe ich es gemacht. Münzen sind immer umsonst. Ja, aber okay. Anfang hat, glaube ich, auch hat mein Kumpel erzählt, auch die den stärksten Angriff. Dragoman? Damals kann sein, ja. Wie man sieht, kann man echt viel lernen. Wir werden euch noch alles erklären, keine Angst. Ich bin auch noch Anfänger. Ich habe mein Zimmer noch nicht verlassen. Ja, ich habe mein Zimmer am Anfang gar nicht verlassen. Bin ich jetzt schon 30 Kilometer gegangen. Ja, weil man kann ja 30 Kilometer ist halt nichts. Ja. Kann man das, cool. Manche gehen das an einem Tag. Hier, Jogger, ich das bin ist echt heftig. 34 Kilometer gegangen. Ja. 34 Kilometer. Schon echt cool. Und man verlässt echt die Wohnung, man gibt nicht so aus, die Kilometerzahlen. Da unten. Heute. Da wusste es noch nicht mehr. Traurig. Und er war der Experte. Er war der am meisten wusste. Achso, ja gut, bei mir ist es nicht. Dann ist es dann scheiße. Oh mein Gott. Okay, das ist ein richtiger Diss-Track, Mann. Oh mein Gott. Das hat mich auch gewundert. So schlecht. Kannst du das alles sehen? Hier, Jogger, Kanto, Sammler. Warte mal, vielleicht kann man das... Vielleicht ist es bei mir anders im Detail. Du hast iPhone, oder? Ich hab Samsung, Mann. Aber ich hab halt ein modernes. Aber hier geht's voll ab, Mann. Überall Lockmodule an, Alter. Ja, Mann. Hier geht's voll ab, Mann. Stachus. Da sieht man hier. Ein alter Hotspot. Ja, das sind drei Lockmodule an. Das ist am Stachus. Ja. Ja. Da hinten also sind nochmal drei Lockmodule an. Sehr früh ausgestorben, der Hotspot. Da kann man echt gucken. Ja. Hier sind auch wieder drei Lockmodule an. Direkt da. Oder vier sogar, aber nicht näher hintereinander. Aber hier vorne am Stachus gleich, da geht's jetzt voll ab, Mann. Wahrscheinlich. Leute dort. Ja. Kommt zu glauben, dass jetzt Parsing mit 15, 16 Stück nicht mal so krass ist. Im Vergleich zu, keine Ahnung, Dortmund oder nicht Dortmund, Oberhausen. Und wir haben uns damals über 3 gefreut. Was will Dimi sagen? Was will Dimi sagen? Weil das Spiel stürzt so oft ab. Aber so ein Serverproblem. Weißt du, wie erfolgreich das ist? Damit haben die nicht gerechnet. Weißt du, wie viele Millionen da immer gleich sind die eingelaufen? Serverprobleme am Anfang, das war echt das Heftigste. Ich hab jetzt gehört, der Japan-Release ist noch später. Und da waren die Probleme mit
Du sagst, du musst für mich aufpassen, wo ich hingehe. Da waren die Server halt anscheinend komplett im Arsch. Ja, das ist so krass, die haben wir gar nicht damit gerechnet. Also ich habe gehört, das war am Anfang nur als Joke, haben wir das erstmal in den Umlauf gebracht. Ja, aber da war der... Alter, Dimi, was laberst du, Mann? Da war das Feedback halt so positiv. Dimi mit seinem Halbwissen immer. Das ist wirklich rausgekommen. Ja. Und ich habe noch gelesen. Jetzt mal weiter, Mann. Ich hab gelesen, es sind erst 10% von dem, was noch rauskommen soll, an Updates, sind erst draußen. Also das heißt, es kommt... 10% damals? Updates. Das heißt zum Beispiel, wir wollen jetzt noch Pokémon Center. Pokémon Center. Ja, das soll ja Nevia sofort weg, Mann. Alter. Ja. Die gibt's bisher immer noch nicht. Die Namen wollen sie ja wahrscheinlich, weiß nicht, wie was die noch alles umsetzen möchten. Aber die wollen einfach, dass man tauschen kann auf jeden Fall. Tauschen? Ja, kommt gerade erst raus. Zwei Jahre später. Ich glaube sogar, dass man vielleicht, das wäre cool, meiner Meinung nach. Fast zwei Jahre später. Wenn ich jetzt zum Beispiel gegen ihn direkt kämpfe. PvP kam immer noch nicht. Dass man dadurch vielleicht auch die Pokémon trainieren könnte oder sowas. Trainieren gibt's immer noch nicht. Also Pokémon trainieren. Was nicht offensichtlich ist, diese WP-Punkte, das hab ich jetzt auch schon Leute gefragt. Zum Beispiel, es ist immer noch nicht offensichtlich, wenn alle gleich stark werden, dann ist sie halt. Er meint IV. Also zum Beispiel, wenn du jetzt gerade mit 130 WP kriegst und eins mit 150 und du beide wirklich pusht, ob die wirklich gleich stark werden oder ob die nicht gleich stark werden. Ja, das ist maximal. Wegen IV. Jedes ist unterschiedlich wegen den IV. Aber das wusste man damals auch nicht. Bei Jurassic World Alive zum Beispiel hat keine IV. Und wohin gehen wir da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo wir eigentlich hingehen. Was machen wir eigentlich? Wohin gehen wir? Schaut unseren Channel an. Wir werden alle Fragen beantworten. Alter, ich versuche so hart den Channel zu machen. Auf jeden Fall. Und die Folge schon zu Ende. Vergesst das. Das ist unser altes Outro. Hier zwei Yu-Gi-Oh! Videos. Alter, ich frag mich immer noch, wohin sind wir gegangen? Das Video hatte so gar keinen Sinn. Wir hatten gar kein Ziel. Wir hatten gar kein Thema, über das wir geredet haben. Alter, das Video war so schlecht, Mann. Aber trotzdem, 111 Likes, 4 Dislikes. Über 3000 Aufrufe. Da sieht man, wie der Pokémon-Hype damals, wie krass der war. Egal, Hauptsache Pokémon hochgeladen und die Leute haben es einfach angeschaut. Ja, und das war die erste Folge auf unserem Pokémon-Channel. Und das war die erste Folge, wo ich auf die erste Folge reacte. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr euch das Video auch angeschaut habt. Ich werde es verlinken, ich werde alle Videos nochmal unten verlinken. Ansonsten folgt mir auf Instagram, falls ihr wissen wollt, was in Dortmund abgeht. Ich bin jetzt die nächsten Tage dort, also macht euch da danach dann auf ein paar krasse Videos gefasst. Ansonsten jetzt fürs Wochenende und die Tage danach ein paar React-Videos auf die alten Folgen. Liken, wer die alten Zeiten auch so feiert wie ich. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon is serious business.